Das Haus, in dem Coco wohnte, war ein sehr ordentliches Haus. Und genau das gefiel Hector. Der Mann vom Teppichdienst ist da. Die Leute gingen ein. Und die Leute gingen aus. Der Fahrstuhl kam an. Und die Leute kamen die Treppe runter. Alles in Hectors Eingangshalle war ordentlich und perfekt organisiert. Nun ja, fast alles. Wir können erst wieder in die Wohnung, wenn der Teppich getrocknet ist, Coco. Also wartest du hier auf mich, solange ich Besorgungen mache. In Ordnung? Alles klar. Hier hast du einen Apfel für deinen Hunger. Es dauert nicht lange. Hector gefiel es gar nicht, dass Coco mit einem tropfenden Apfel Flecken machte. Coco wurde klar, dass er sich ein anderes Plätzchen suchen musste, um seinen Apfel zu essen. Durch diese Tür war Hector noch nie gegangen. Aber er war sicher, dass es verboten war, durch diese Tür zu gehen. Auf diesem Weg würde Coco nicht wieder reinkommen. Hector musste ihm helfen, den richtigen Weg zu finden. Beeilung, immer schön weiterfahren. Hector war sich jetzt ganz sicher. Da lang ging es nach Hause. Oder vielleicht doch hier lang? Hector begann sich Sorgen zu machen. Er stellte sich vor, was das Äffchen für eine Unordnung in seiner Eingangshalle machen würde. Und dann sah er plötzlich, dass es noch viel schlimmer war, als er gedacht hatte. Und dann merkte er, dass er ja gar nicht in seiner Straße war. Und das wiederum bedeutete, Hector wusste nicht mehr, wo er war. Vielen Dank, danke. Ich spiele gleich weiter. Kommt ihr beiden, schnell! Oh. Oh.
Der Tag begann mit einem lauten Bum, Bum, Bum. Alle Leute konnten es hören. Aber nur einer war so neugierig, dass er unbedingt herausfinden musste, was es war. Das ist ja eine ziemlich beeindruckende Baustelle. Findest du nicht auch, Coco? Und so wird es aussehen, wenn es mal fertig ist. Mein Hut! Halten Sie meinen Hut auf! Mein Hut! Diese Metallkisten sahen wichtig aus. Außen Metall und innen ein leckeres Brot. Doch bei den vielen interessanten Maschinen hier konnte Coco keine Zeit mit Essen verschwenden. Maschinen machen am meisten Spaß, wenn sie viel Krach machen. Ich finde das ziemlich beunruhigend. Was ist da los? Wieso macht mein Haus so komische Geräusche? Ich glaube, der Boden unter dem Fundament schwankt, aber fragen Sie mich bitte nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Ich will, dass dieses Haus sicher steht. Wir müssen die Baustelle schließen, bis wir das Problem gefunden haben. Coco? Coco, komm da runter! Das ist kein Spielplatz! Hey, mein Freund, ist das Ihr Äffchen? Und ist das vielleicht auch Ihre Katze? Nein, aber ich kenne sie. Ich weiß, wo sie hingehört. Wieso stromerst du hier herum? Ach, hört mal, das Essen geht heute auf meine Rechnung. Am nächsten Morgen nahm sich der Mann mit dem gelben Hut selbst ein kleines Bauprojekt vor. Hallo Coco, was darf's zum Frühstück sein? Waffeln oder Pfannkuchen? Waffeln und Pfannkuchen natürlich. Tut mir leid, Coco, aber wir haben keine Blaubeeren mehr. Vielleicht finde ich etwas anderes Schönes, was man drauf tun kann. Oder läufst du schnell in den Laden um die Ecke und kaufst Blaubeeren, hm? Hier, Coco, das ist ein großer Geldschein. Pass also schön darauf auf. Coco wurde plötzlich klar, dass irgendetwas fehlte. Kein Bum, Bum, Bum. Vielleicht waren sie fertig. Und das Haus stand schon. Dann mussten die Blaubeeren eben warten. Das Haus war noch nicht fertig. Aber es waren keine Arbeiter da, die bauten. Vielleicht war das der richtige Moment, sich alles genauer anzusehen, ohne jemanden zu stören. Wie sollte er nun die Blaubeeren bezahlen? Kompass half ihm. Dafür würde sie auf jeden Fall Blaubeeren abbekommen. Noki hatte Coco noch nie so traurig gesehen. Ja. Ha 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 ha!
Coco zeigte ihr sein Problem, aber Katzen halten nun mal jeden wackelnden Finger für ein Spielzeug. Sie können nicht anders. Vielleicht brauchte er gar keinen neuen gelben Hut. Vielleicht brauchte er nur etwas, das so aussah wie der gelbe Hut. Hector versuchte sich nicht zu fragen, was Coco schon wieder trieb. Er versuchte es wirklich. Aber er musste es trotzdem wissen. Was eignete sich für einen guten Hut? Die gleiche Farbe. Perfekt. Hector wollte doch nur sehen, was Coco machte, und nun sah er gar nichts mehr. Gute Farbe. Aber viel zu schlapp. Nicht schlapp, aber viel zu spitz. Perfekt. Wenn man der Mann mit dem glitschigen gelben Tütenhut sein wollte. Oder der Mann mit dem gelben Eisstielpyramidenhut. Der Mann mit dem gelben Luftballonhut. Coco erkannte, dass kein Hut, den er bastelte, den gelben Hut des Mannes ersetzen konnte. Aber das Loch sah gar nicht so schlimm aus, wenn gelbes Papier darunter war. Das war's. Er brauchte keinen neuen Hut. Er musste nur das Loch stopfen. Das Papier war nicht schlecht. Aber irgendetwas aus einem weicheren Material wäre besser. Zum Beispiel eine gelbe Socke. Coco, wollte Hector bei uns duschen oder will eins von unseren Handtüchern spazieren gehen? Coco, wo ist mein Hut? Noki, bitte spiel nicht mit meinem sauberen Hut. Er muss für heute Abend tadellos sein. Coco, wieso hat mein Hut eigentlich ein Schwänzchen und außerdem ein Loch? Coco konnte es nicht fassen, dass er nicht diese Idee gehabt hatte. Schau mal, das sieht doch großartig aus. Wir müssen los. Hast du schon ein Bad genommen? Wir haben meinen Hut repariert und das Äffchen gebadet. Warum kommt es mir nur so vor, als hätten wir etwas übersehen? Coco fand es toll, dass Hector bemerkt hatte, in welcher Eile er war.
Coco konnte es kaum erwarten, seine ungeschmolzene Trophäe zu zeigen. Aber der gelbe Hut war nicht da, also war der Mann auch nicht da. Coco beschloss, Kompass zu beeindrucken. Tauben lieben interessante Dinge. Aber er hatte vergessen, dass sie am liebsten auf interessanten Dingen landen. Und nach der Landung hatte die Eiscreme eine ganz neue Form. Eine Menge neuer Formen. Du hast sie fallen gelassen? Oh, Eiscreme darf nicht runterfallen, dann spritzt sie auseinander. Das ist ein Eis von vorhin. Es ist wieder kalt geworden. Aber ich schenke dir ein schönes neues Eis. Also denk dran, keine Sonne nicht fallen lassen, einfach nur schnell nach Hause damit. Sieh mal, Betsy hat noch mehr Eis. Ein neues Eis. Wahnsinn. Jetzt konnte die Sonne kein Eis mehr schmelzen. Nun musste Coco nur warten, bis sein Freund zurückkam. Aber wo kam das Blatt her? Er musste es wegmachen, bevor der Mann mit dem gelben Hut da sein würde. Was für ein Glück für den neugierigen Hector, dass Coco seinen Preis unbedingt zeigen wollte. Das ergab keinen Sinn. Hier war keine Sonne und er hatte es nicht fallen lassen. Du hast es mit Wasser gewaschen? Oh, davon schmilzt Eis leider auch. Also gut, aber das hier ist das Letzte. Keine Sonne, nicht fallen lassen und auch nicht waschen. Bitte sehr. Hey, wie viel Eis kann denn ein einzelnes Äffchen verdrücken? Ich bin sicher, diesmal wird er teilen. Hey, Coco! Warte doch, Coco! Gib uns was ab! Was? Du bringst schon wieder eine riesige Portion Eis, Coco? Warte mal! Ach so, es gibt eine Party! Ein liebes Nachbaräffchen teilt mit anderen. Du hast genug Eis gegessen. Komm, wir fangen ihn. Da ist er, gleich haben wir ihn. Ein Preis, Coco? Du hast das als Trophäe bekommen? Lass mich ein Foto machen. Vielleicht kann Coco nicht anders. Vielleicht müssen kleine Äffchen manchmal furchtbar viel Eis allein essen. Das reicht hier für alle. Als Coco seine erste Trophäe gewann, hatten alle gewonnen. Coco zählte an diesem Vormittag jede Minute. Er konnte es kaum erwarten.
Denn heute war Hundeschau. Freust du dich, dass wir endlich mal zu einer Hundeschau gehen? Eine Hundeschau. Hunde, die Kunststücke vorführen, wie in einer Show. So stellte Coco sich das vor. Das wird bestimmt Frau Professor Weisheit sein. Kannst du ihr aufmachen? Ich bin's, Frau Professor Weisheit. Hallo, Coco, na, bist du soweit? Was für eine Frage. Ich habe ihn noch nie so aufgeregt erlebt. Ich kann nicht mit. Hast du das vergessen? Ich muss den ganzen Tag Rechnungen schreiben. Bis dann. Viel Spaß, ihr beiden. Und, Coco. Sei ein braves kleines Äffchen. Ja, genau. Und mach bitte die Tür zu. Coco wurde immer aufgeregter, bis die Vorstellung endlich losging. Und da begriff Coco, dass in einer Hundeschau Hunde keine Kunststücke vorführten, sondern Leute ihre Hunde vorführten. Und von da an passte Coco nicht mehr wirklich auf. Hat es dir gefallen, Coco? Es gibt so viele verschiedene Hunderassen. Faszinierend. Willst du die Sieger mal aus der Nähe sehen? Da erlebte Coco eine große Überraschung. Denn als er sich die Hunde genauer anschaute, die großen... die kleinen... und die unglaublich haarigen... gefiel ihm die Hundeschau auf einmal viel besser. Hast du in deinem Leben schon einmal so viele verschiedene Hunde gesehen? Ich verstehe. Es sieht aus, als hättet ihr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, er hat Ihnen keinen Ärger gemacht. Aber nein, er war wirklich sehr lieb. Was für eine Überraschung. Das freut mich aber zu hören. Also dann, ich muss jetzt los. Wir sehen uns morgen. Vielen Dank nochmal. Wiedersehen. So, die Hundeschau hat dir also gefallen, hm? Coco wollte dem Mann mit dem gelben Hut alles über die einzigartigen Hunde erzählen, die er gesehen hatte. Aber er konnte sich nur an drei erinnern. Mach doch nichts, du erzählst es mir später. Oh, könntest du mir einen Gefallen tun und diese Briefe hier einstecken? Da liegt ein Brot für dich, falls dein Magen knurrt. Und wenn ich fertig bin, will ich alles über jeden einzelnen Hund hören. Coco machte sich Sorgen, dass er seinem Freund nicht viel mehr erzählen konnte, denn wie sehr er sich auch anstrengte, er konnte sich nur an drei erinnern. Was Coco am Spiegelsee besonders mochte, war, dass er sich nie allein fühlte. Denn auch wenn er die anderen Tiere nicht sehen konnte, so wusste er doch, dass sie da waren. Coco, hallo. Hilfst du mir bitte mal? Ich bereite nämlich eine Ausstellung vor für den Verein Freunde der Natur. Aber die Baby-Eidechse, die ich gerade noch hatte, ist auf einmal verschwunden.
Na sowas, danke. War es schön am See? Wirklich? All diese Tiere hast du dort gesehen? Du hast sie nur gehört. Hey, Tiergeräusche machen sich bestimmt toll in der Ausstellung. Willst du mir damit helfen? Also pass auf, du musst nur das Mikrofon an das Geräusch halten, bis du es im Kopfhörer laut und deutlich hören kannst. Und dann drückst du den roten Knopf und nimmst es auf. Merke dir eins, je näher du dem Tier kommst, desto besser kannst du es hören. Aber geh nicht zu nahe heran. Das war doch ein Kinderspiel für einen schlauen Affen. Er brauchte nur den Geräuschen zu folgen, bis... Er entdeckte einen Specht. Und war da nicht ein zweiter? Geräusche waren nicht so einfach zuzuordnen. Coco sammelte Bilder zu allen Geräuschen, die er draußen gehört hatte. Aber da war doch ein ganz neues Geräusch. Hier drin. Coco wusste genau, wie er Geräuschen folgen musste. Aber dieses Geräusch war anders. Es wurde erst lauter, dann leiser und dann war es plötzlich wieder weit entfernt. Coco brauchte einen Experten. 151, 152. Moment. Hallo, Coco, warte bitte, ich muss erst die Falter zu Ende zählen. Na schön, ich komme schon. Oh, das ist doch nur der Rauchmelder, Coco. Er braucht neue Batterien. Coco war aber nicht sicher, ob das wirklich das Geräusch war, das er gehört hatte. Und nun zurück zu den Faltern. Da war es wieder. Und der Rauchmelder war es nicht. Aber mit Sicherheit war es hier irgendwo. Und er wusste, er würde es finden. Natürlich, es musste aus dem Fenster entwischt sein. Erst war es laut, dann leise, dann hier und dann weg. Zu gucken, wann der Mann mit dem gelben Hut nach Hause kam, war einfach. Wenn man so scharfe Augen wie Coco hatte. Denn kein anderer Mensch war so gelb. Naja, fast keiner. Coco freute sich immer, den Mann mit dem gelben Hut zu sehen. Aber ihn mit einem großen Geschenk zu sehen, war noch viel besser. Hallo, Coco. Wie war dein Vormittag? Warst du ein braves kleines Äffchen? Fein, so muss es auch sein. Moment mal, Coco. Das Geschenk ist diesmal nicht für dich. Es ist für Frau Professor Weisheits Geburtstag. Du kannst sehen, was drin ist, wenn sie es aufmacht. Heute beim Abendessen, versprochen.
Abendessen, das war noch eine Ewigkeit hin. Er konnte doch schon einen kleinen Blick riskieren. Wenn du unbedingt was auspacken willst, komm in die Küche. Hier, stell dir vor, die Schale dieser Orange wäre Geschenkpapier. Dann kannst du was auspacken und mir dabei helfen. Orangenschale fühlte sich gar nicht an wie Geschenkpapier. Aber es war etwas Schönes drin. Vielleicht war die dicke Schale dazu da, dass man nicht nass gespritzt wurde. Die Zwiebelhaut fühlte sich schon mehr wie Geschenkpapier an. Aber es roch überhaupt nicht wie ein schönes Geschenk. Boah, kein Wunder, dass Käse eingepackt wurde. Die beiden Verpackungen waren zwar verschieden, aber in beiden war etwas drin, das furchtbar stank. War das Geschenk für Frau Professor Weisheit etwa aus demselben Grund verpackt? Coco, würdest du mir bitte einen Apfel schälen? Das war schon viel besser. Der Apfel duftete wunderbar. Ach, hör mal, Coco. Die anderen Früchte lässt du aber bitte so, wie sie sind. Das sind Frau Professor Weisheits Lieblingsfrüchte. Die habe ich extra für ihren Geburtstag gekauft. Coco, könntest du meine Hose für mich abholen? Ich habe sie im Kaufhaus umändern lassen. Hier, bitte. Keine Sorge, wir machen es nicht ohne dich auf. Warte einen Moment, ich bin in einer Minute wieder mit den Hosen da. Der Mann mit dem gelben Hut hatte recht gehabt. Mit dieser wichtigen Aufgabe dachte Coco schon gar nicht mehr anders. Prächtige, herrliche, wunderschön eingepackte Geschenk. Er fand nichts zu essen, nichts zu schnuppern. Einfach gar nichts. Das Einzige, was Coco fand, war ein Rätsel. Warum sollte man leere Schachteln verpacken? Nach einer langen Woche in der überfüllten Stadt, was könnte da erholsamer sein als ein schöner Tag auf dem Land? Zugegeben, manchmal kommt man nur langsam voran. Aber zum Glück kann man ja an entspannende Dinge denken, wie zum Beispiel Enten füttern. Ah, so schlimm war der Verkehr schon lange nicht mehr, aber der Tag ist noch nicht vorbei. Gehen wir Enten füttern. Hallo, Frau Renkins. Alles in Ordnung? Die Küken sind weggelaufen. Meine kleine Henne ist sehr besorgt. Wenn ich sie nicht finde, bevor die Sonne untergeht, dann... Ja, viel Zeit zum Entenfüttern bleibt auch nicht. Ich helfe Ihnen suchen. Du verteilst die Körner ohne mich, okay, Coco? Aber bleib hier in der Nähe. Ich will nicht, dass du verloren gehst, so wie die Küken. Nichts ist entspannender als Entenfüttern. Ah!
Eichhörnchen Hopsi war ein guter Springer. Und ein noch besserer Futterfinder. Das war toll. Coco hatte noch nie erlebt, dass die Enten überall um ihn herum schwammen. Aber wenn die Enten überall um ihn herum schwammen, dann bedeutete das, dass er auf dem Fluss trieb. Mit all den Enten. Das war ja fast wie selbst eine Ente zu sein. Vielleicht sind die Küken ja irgendwo hier am Zaun. Hey, ob sie sich hier durchgequetscht haben? Aber dann könnten sie sonst wo sein. Vielleicht finden die Kleinen ja von ganz allein den Weg nach Hause. Genau in diesem Augenblick versuchten die Küken, den Weg nach Hause zu finden. Aber das konnten sie nicht so gut. Überhaupt nicht gut. Und da wir gerade vom Verirren reden, Coco war zu beschäftigt, sein Leben als Ente zu genießen, um zu merken, dass er immer weiter abtrieb. Und zwar schnell. Hopsi versuchte, Coco zu warnen, weil es unbedingt verhindern wollte, dass sein Freund verloren ging. Und das ganze Essen mitnahm. Coco hatte Erfahrung mit seiner Modelleisenbahn und er konnte bis 10 zählen. Es würde also nicht so schwer sein. Hä? Könnten Sie das wiederholen? Was hat er gesagt? Nummer 7? Nummer 8? Hat das irgendjemand verstanden? Ich verstehe ihn zwar nicht, aber ich vertraue ihm. Saubere Arbeit, Stationsvorsteher. Wir fahren in richtiger Reihenfolge. Stationsvorsteher, jetzt geht es wieder durcheinander. Stationsvorsteher, Sie haben gesagt rückwärts, oder? Für ein schlaues Äffchen war es leichter, mit echten Zügen zu spielen, als mit der Modelleisenbahn. Jetzt ging es nur noch darum, dass Zug Nummer 5 an erster Stelle fahren sollte. Aha!
Coco war ein großartiger Stationsvorsteher. Nummer 5 fuhr genau richtig, gefolgt von 8, 7, 9 und 6. Und dann 6, 7, 9, 8 und 5. Dann 7, 5, 6, 8, 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7. 8, 7, 9, 5, 6. 5, 6, 5, 7, 5, 6, 8. Und dann 356? War das meine Lok? Oder klang das nach einem Äffchen? Das war doch ganz anders als mit seiner Modelleisenbahn. Coco brauchte Hilfe. Aber Flint saß draußen und verglich Marmeladenbrote, ohne zu merken, dass sein kleines Äffchen ihn brauchte. Coco verstand nicht, warum diese Alarmglocke nicht klingelte. Bevor die Brote zerschnitten sind, sind sie gleich groß. Und danach auch, sehen Sie. Danke, dass du mich vertreten hast, Coco. Ich übernehme jetzt wieder. Das war die verrückteste Zugfahrt, die ich je erlebt habe. Du würdest das nicht glauben, Coco. Coco wollte immer noch Stationsvorsteher sein. Aber am liebsten zu Hause, wo er dabei ein ganzes Butterbrot essen konnte. Denn Brote zu teilen brachte viel Aufregung mit sich. Coco konnte sich nicht erinnern, dass er den Mann mit dem gelben Hut schon jemals so erlebt hatte. Sonst war er ruhig und gelassen. Und er hatte seinen gelben Hut auf. Oh, da ist er ja. Hallo? Guten Morgen. Treten Sie ein. Fertig, wie versprochen. Ah, das hat sich wirklich gelohnt, 3 lange Tage auf ihn zu verzichten. Nein, ich trage ihn lieber selbst nach Hause, Coco. Wollen Sie ihn nicht gleich aufsetzen? Nein, er soll auch heute Abend noch tadellos aussehen. Wir sind zur Enthüllung der neuen Planetariumskuppel eingeladen. Danke. Jetzt lass uns aber schnell nach Hause gehen, bevor meinem tadellosen sauberen Hut noch etwas zustößt. Was für ein Glück. Wir haben es geschafft. Okay, also Coco, wenn ich zurückkomme, gehen wir gleich los zum Planetarium. Vergiss nicht zu baden. Es werden Fotografen da sein und ich möchte, dass du sauber und flauschig aussiehst. Coco wollte gleich ein Bad nehmen, so wie es ihm gesagt wurde. Es war wirklich ein tadelloser Hut. Wer konnte da schon widerstehen, ihn einmal aufzusetzen?
Coco wollte Kompass nur eine Sekunde zeigen, wie er damit aussah. Coco hatte den Hut hier entlang fliegen sehen, aber nun war er verschwunden. Endlich war der Hut wieder zu Hause und noch tadellos. Fast. Coco zog das Stöckchen so vorsichtig aus dem gelben Hut heraus, wie es kein Arzt besser gekonnt hätte. Okay, das war nur ein winziger Faden. Kein Problem. Vielleicht musste er etwas fester ziehen. Oder vielleicht musste er ihn abschneiden. Coco hatte ganz vergessen, dass er seine Bastelschere das letzte Mal benutzt hatte, als er sein Marmeladenbrot in der Mitte teilen wollte. Das war doch nur ein winzig kleiner Fleck. Er musste ihn nur abschrubben. Mit der Drahtbürste wurde der Grill immer wieder strahlend sauber. Und der Grill war viel dreckiger als dieser Hut. Hatte wohl zu stark geschrubbt. Das Haus, in dem Coco wohnte, war ein sehr ordentliches Haus. Und genau das gefiel Hector. Der Mann vom Teppichdienst ist da. Die Leute gingen ein. Und die Leute gingen aus. Der Fahrstuhl kam an. Und die Leute kamen die Treppe runter. Alles in Hectors Eingangshalle war ordentlich und perfekt organisiert. Nun ja, fast alles. Wir können erst wieder in die Wohnung, wenn der Teppich getrocknet ist, Coco. Also wartest du hier auf mich, solange ich Besorgungen mache. In Ordnung? Alles klar. Hier hast du einen Apfel für deinen Hunger. Es dauert nicht lange. Hector gefiel es gar nicht, dass Coco mit einem tropfenden Apfel Flecken machte. Coco wurde klar, dass er sich ein anderes Plätzchen suchen musste, um seinen Apfel zu essen. Durch diese Tür war Hector noch nie gegangen. Aber er war sicher, dass es verboten war, durch diese Tür zu gehen. Auf diesem Weg würde Coco nicht wieder reinkommen. Hector musste ihm helfen, den richtigen Weg zu finden.
immer schön weiterfahren. Hector war sich jetzt ganz sicher. Da lang ging es nach Hause. Oder vielleicht doch hier lang? Hector begann sich Sorgen zu machen. Er stellte sich vor, was das Äffchen für eine Unordnung in seiner Eingangshalle machen würde. Und dann sah er plötzlich, dass es noch viel schlimmer war, als er gedacht hatte. Und dann merkte er, dass er ja gar nicht in seiner Straße war. Und das wiederum bedeutete, Hector wusste nicht mehr, wo er war. Danke, ich spiele gleich weiter. Kommt ihr beiden, schnell! Da war ja der Kornspeicher der Renkens. Der Fluss brachte sie also wieder nach Hause. Sie waren gar nicht verloren gegangen. Sie mussten nur noch anhalten. Sie mussten noch ein ganzes Stück laufen, aber sie wussten, wenn sie den Speicher erstmal erreicht hatten, wären sie total verloren. Es war der falsche Kornspeicher. Sie waren jetzt noch ärmer dran als die armen Küken. Coco konnte nicht mal den Fluss wiederfinden. Nichts kam ihm bekannt vor. Aber da war wieder der Entenfelsen. Ein Orientierungspunkt. Coco hatte eine Idee. Sie konnten den großen Entenfelsen sehen. Woran waren sie noch vorbeigefahren? An den gekreuzten Bäumen? Am Schiff? Und am Speicher? Die Sonne ging hinter dem Speicher der Renkens unter. Plötzlich fühlten sie sich nicht mehr so verloren. Sie rannten zu dem Felsen. Aber als sie dort ankamen, sah er gar nicht mehr so aus wie der große Entenfelsen. Doch als Coco um ihn herumging, da stellte er fest, dass es sehr wohl der große Entenfelsen war. Die gekreuzten Bäume. Sie hatten ihren nächsten Orientierungspunkt gefunden. Und da war das Schiff. Es ging wieder ein Stück weiter. Wenn er dem Flusslauf immer weiter folgen würde, käme er irgendwann zu dem Speicher. Die Sonne stand direkt dahinter. Aber da wurde Coco klar, dass, wenn er denselben Weg zurücknehmen würde, den er gekommen war, sein Rückweg viel zu lange dauern würde. Sie könnten doch eine Abkürzung nehmen und einfach der Sonne folgen. Ja.
Das war ja ein Kinderspiel. Naja, es wäre ein Kinderspiel, wenn sie sehen könnten, wo sie langgehen. Sie mussten auf die Sonne zulaufen. Aber wie sollten sie die jetzt finden? Da ging es lang. Die Küken erinnerten sich an diese freundlichen Affenfüße. Ach, im Dunkeln werden wir die Küken nie finden. Coco! Habe ich dir nicht gesagt, du sollst bei den Enten bleiben? Du hast sie zurückgebracht. Coco, du bist ja ein Heldenaffe. Coco, wie hast du das geschafft? Nach einem anstrengenden Tag auf dem Land, was könnte da erholsamer sein, als nach Hause in die Stadt zu fahren? Hast du unten am Wasser ein Floß gesehen? Bill hat es für uns gebaut. Nächstes Wochenende machen wir eine erholsame Fahrt mit dem Floß. Das wird bestimmt lustig.